Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy IX. Wir müssen immer noch aus dem Wald herausfinden. Und ich war mal so frei und habe meine Charaktere schon auf Level 4 gebracht. Dann geht ein bisschen weniger Zeit verloren. So, ein ATI, ein Konzert im Wald. Nettes, gucken wir uns mal an. Ich will eigentlich gar nicht vorlesen. So schön ist er. Nein. Ach ja. Rufus Parada aus Final Fantasy VII. Falls ihr es noch nicht erkannt habt. Oder Final Fantasy VII noch nie gesehen oder gespielt habt. Gut. Ein bisschen mehr Schwung, wenn ich bitten darf. Lasst uns den Viechern zeigen, was eine Pauke ist. Das macht einem richtig gut. Endlich wieder Musik. Quietschtreu. Ihr seid ja richtig am Tuten und Blasen. Wir gehen uns kurz umschauen. Haltet euch bereit zum Abmarsch. Klaro! Diese kleinen Referenzen auf Spiele von damals. Angst, das Spiel hat keine Rückmeldung gegeben. Boah. Und ah, zu langsam. So, beide weg. Ganz unkompliziert. Ich hoffe auch Level 4 ist ein guter Start. So. Eine Heilquelle. Nee, doch nicht. Einfach nur der Hinweis, dass der Fluss vielleicht herausführt aus dem Wald. Schade. Ach ne, hier ist die Heilquelle. Ah. Und nochmal ein Mokri. Hier scheinen keine Monster zu sein. Ein Naturbrunnen. Oh, ein vorgegebenes ATE. Sowas gibt's auch. Lagerbesprechung. Bist du dir sicher, Chef? Ich bin mir immer sicher, wir werden hier abhauen, sobald wir bereit sind. Nimm diese Karte mit. Bis Lindblum ist es noch ein weiter Weg. Alles klar, wir sehen uns im Quartier. Jawohl. Komplett Heilung HP und MP. Ach ja, könnte man zum Trainieren benutzen, wenn man Lust hat. Monty, Moment, ich habe einen Brief für dich. Von Kupo. Ein Brief von Kupo? Vielen Dank, Kupo. Königin Frame benimmt sich in letzter Zeit sehr merkwürdig, Kupo. Aber noch viel merkwürdiger benimmt sich Prinzessin Garnet, Kupo. Ich glaube, sie will weglaufen von daheim, Kupo. Und käme doch ein Prinz auf einem weißen Schimmel. Naja, oder so ähnlich. Kupo. Ist vielleicht Prinzessin Garnet vorhin? Nein, das bilde ich mir bloß ein, Kupo. An was kümmert mich das überhaupt, Kupo? So, Stetskin hat auch einen Brief geschickt. Wahnsinn, ist das kalt hier. Schon merkwürdig, als ich das letzte Mal hier war, war es nicht so kalt. Egal, sowas passiert schon mal. Macht das Reisen gleich viel abwechslungsreicher. Aber ich sollte hier nicht unnötig lange verweilen, sonst werde ich zu Schleckeis für die Mastophanten. Oh. Kaltsärkter, ich weiß, wo er ist, Kupo.
Aber dass es da auf einmal so kalt sein soll, da stimmt doch was nicht, Kupo. Das glaube ich auch. Hat gerade einen Brief bekommen, will immer noch mehr. So, gibt mir aber keinen mit. Ich speichere nochmal. Ja, muss ich das Ganze nicht nochmal machen? Und tschüss. Ziemlich trostloser Wald. Was ist das? Oh je, es leuchtet rot. Das sah nach einer sehr fiesen Pflanze aus. Gibt irgendwie nichts zu holen hier im Wald. Oh, eine Riesenpflanze. Wie fröhlich durch die Gegend schwebt. So. Ein Jadestein geklaut. Na super. Oh. Boah, das war viel Schaden. Ich bin begeistert. Ja. Weißt du, dann muss ich ab und zu dran denken, mal zu klauen, da der dann später eine Fähigkeit erlernt, die auch sein erfolgreiche Diebstähle geht. Hatte der Jadestein was? Ne, ist einfach nur so Niete. Na gut. Halt die HP im Kampf. Ah, okay. Und Musik lässt es vermuten. Ein Boss kam. Geht's dir gut, Prinzessin? Das hier ist wohl der Boss. Prinzessin! Du hältst dich da gefälligst raus. Wie stehe ich denn da, wenn die Prinzessin Alexandrias von einem Räuber gerettet wird? Glaubst du, du packst den alleine? Rummel, rummel, rummel. Auf geht's, Vivi! So, mal gucken, ob ich stark genug bin. Natürlich erstmal klauen. Bossen müssen beklaut werden. So, viel Macht sammeln. Wenn seine Magie stärker wird. Plantozebrum. Kann blind machen. Ach, dieses Klauen. Schrecklich. Und Tentakel greifen an. Boah! Das ist fetter Schaden. Ich greife einmal an, so zum Spaß. Ich glaube, der hält ein bisschen was aus. Boah. Das ist nur um zu klauen, ey. Ich weiß nicht mal, ob sich das lohnt. Ah, jetzt kommt Blank zur Hilfe. Doppelklau-Power.
Eisenhelm geklaut. Ah ja, genau. Hat er noch was? Nein. Dann Feuer frei. Boah, haha. Eine Räuberauge kann man ja, glaube ich, gucken, ob man was da hat. Und fertig. Hat sich gelohnt zu sammeln. Hehe. Und natürlich ist er gegen Feuer total empfindlich. Aber der Eisenhelm ist ganz praktisch. So, Steiner hat Tontauben erlernt. Schön, schön. Ein paar Gel, ein Potion und Phoenix wieder. Nett. Prinzessin, so kommt doch zu Sinn. Zieh dann, kipp ihr das Gegengift rein. Na stimmt, das hat sie auch bekommen. Wo ist das? Bald führt euch wieder besser. Mit ein bisschen Bettruhe ist sie bald wieder auf den Beinen, oder? Was denn? Das war's noch nicht? Oh. Yay. Verflixt, die kreisen uns ein. Diesmal liegt unser Heil in der Flucht. Flieht. Sehr vernünftig. Was zögerst du so? Das sind ja viel eklige Dinger. So. Je schneller ich fliehe, desto besser. Also ich müsste mich noch mal kurz hochheilen. Nur so. So. Ach, hat er noch nicht fertig. Das Pestizid. Na gut. Dann darfst du das weiter lernen, Steiner. Ach ja. Augentropfen. Jupp. Jetzt weiß ich auch, warum es hier so viele gab. Boah, das war knapp. Landromantis. Und die fahren aber schnell um. Na, ein Potion geklaut und noch eins. Kann man ja mal machen, ja. So, Nummer 2 umgehauen. Boing. Hat nicht geklappt. Na Gott. Zack. War jetzt nicht besonders schwer. Und Vivi hat auch schon Blitz komplett ausgelernt. Sehr gut. Hat sich gelohnt, auf Level 4 zu trainieren. Definitiv. Oh, das war's schon. Was ist los? Irgendwas stimmt mit dem Wald hier nicht. Und auch was mit dem Dreckswald nicht stimmt. Schlimmer kann's doch nicht mehr werden, oder? Der Wald verfolgt uns. Blank, kümmere dich um die Prinzessin. Hier geht alles den Bach runter. Hey, was hat er vor? Ach du meine Güte, sind das viele. Würde ich auch abbauen. Und Stein auch noch. Der mutige Retter. Wow. Oh, fiese Ranken.
Der Wald ist zu und versteinert. Hammer blank. Elender Sturkopf. Blank. Ob es der Prinzessin bald wieder besser geht? Ach, der süße kleine Zelt. An allem ist nur dieser Kerl schuld. Ein Frau und Opfer sich für ihn, aber er verzieht keine Miene. Kerl, du bringst mich auf die Palme. Oh. Prinzessin! Steiner? Ihr habt mich gerettet. Euch selbst unter Einsatz meines Lebens zu beschützen, Prinzessin, das ist die Aufgabe eben von diesem Steiner, der hier vor euch steht. Hey! Meine überragenden Fähigkeiten und die Schwarzmagie von Vivivan erst, die dich gerettet haben. Ich stehe tief in eurer Schuld. Im Fall von Meister Vivi ist das gewiss etwas anderes, aber diesem Kerl gegenüber steht ihr sicherlich in keinerlei Schuld. Und überhaupt, hättest du die Prinzessin nicht entführt, dann wären wir nie in diesen Schlamassel hineingeraten. Sich danach als heldenhafter Retter aufzuspielen, das schlägt dir im Fass ja wohl den Boden aus. Kerl, wenn wir erstmal im Schloss sind, dann hängst du. Steiner? Ich habe Alexandria aus freien Stücken verlassen. Ja genau, wir kamen zwar, um sie zu entführen, aber vielmehr sollte man sagen, dass sie sich uns anschloss. Prinzessin, ist das denn wahr? Es ist so, wie er sagt. Also, da du ja jetzt den Durchblick hast, sei brav und lass uns gehen, Alter. Ich denke, du weißt über den Fluch des Nebels Bescheid, oder etwa nicht? Über die Monster, die aus dem Nebel kommen, über die giftige Wirkung des Nebels. Wir müssen die Prinzessin auf der Stelle von so einem Verwunschen und wie diesen hier wegbringen. Das kannst du vergessen, Alter. Nur weil sie die Augen aufgemacht hat, heißt das noch lange nicht, sie wäre wieder gesund. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt, oder was? Und wo bitteschön willst du durch die Nebelschicht? Die Gegend hier ist inmitten einer tiefen Schlucht, noch nicht bemerkt? Und sowohl das Süden als auch das Nordentor sollen ja im Moment ja gesperrt sein. Tja, was ist denn nun? Grummel, grummel. Die Prinzessin ist noch schwach und kann kaum laufen und du machst auch nicht den frischesten Eindruck. Sich geschwächt und ziellos auf den Weg zu machen, ist das denn nicht noch viel gefährlicher? Muss ich mich etwa von dir herumkommern? Steiner! Wessen Aufgabe ist es, Prinzessin Garne zu beschützen? Selbstverständlich meine Aufgabe, die Aufgabe eines königlichen Ritters. Schon gut, schon gut. Bis die Prinzessin wieder vollständig genesen ist, ist es meine Aufgabe, über sie zu wachen. Na prima, dann sind wir einer Meinung. Wir müssen uns überlegen, wie wir nach oben gelangen. Alle gucken nach oben. Oh. Und es wird geschlafen. Kannst du schon wieder laufen? Ja, dank der Medizin, die ihr mir gegeben habt. Was ist überhaupt geschehen? Nachdem wir dieses Riesenmonster im Wald fertig gemacht haben, ging plötzlich alles drunter und drüber. Ich habe gehört, dass euer Freund sich geopfert hat, damit wir aus dem Wald entkommen konnten. Blank ist sein Name. Wir müssen ihn schnell irgendwie herausholen. So leicht geht das aber nicht. Wir haben nichts, um die Versteinerung aufzuheben. Soll das heißen, er ist für uns. Nein, die Versteinerung kann man bestimmt wieder aufheben. Wenn wir bald hierher zurückkehren, ist es noch nicht zu spät. Aber jetzt können wir nichts anderes machen als gehen. Laut der Karte, die wir von Blank haben, befindet sich südlich des Waldes eine Höhle. Vielleicht können wir ja von da aus die Nebelschicht durchstoßen. Hast du Angst, Garnet? Keine Angst, ich bin ja bei dir. Boah. Oh. Uah, da kommt was. Einen Moment, Kupo.
Ich wohne ja schon seit 20 Jahren im verwunschenen Wald, aber ich habe noch nie jemanden aus ihm herauskommen sehen. Wahnsinnig, Kupo. Ihr seid ganz schön stark, Kupo. Aber bloß nicht übermütig werden, Kupo. Da draußen warten noch viel schlimmere Gegner auf euch, Kupo. Bevor ihr in die große weite Welt hinausgeht, geht zum Mockmeier. Der weiß Bescheid, Kupo. Ja, ja. Mockmeier erleuchtet uns. Jetzt könnte man sich ein Totruhe gönnen. Chefchen, bringst du mir heute wieder so einiges bei, Kupo? Na logisch, Kleiner. Also, sperr mal deine Lauscherchen auf. Heute haben... oh je. Heute haben wir sogar seltene Gäste. Da werde ich mich besonders ins Zeug legen. So, und hier kann man sich das alles anzeigen lassen. Wenn man Lust hat. Ich habe keine Lust. Das dauert ein bisschen zu lange. Und ich weiß ja grob ganz, wie es funktioniert. So. Das Chefchen weiß echt viel, Kupo. Hehe, so ist es. Als Zeichen unserer Freundschaft schenke ich euch diese Flöte, Kupo. Mokris Flöte erhalten. Mit dieser Flöte könnt ihr uns im Weltenmodus herbeirufen. Willst du auf ihr spielen, drücke die X-Taste, Kupo. Gute Reise, Kupo. Vielen Dank. Kupopo. Tschüss, Kupo. Ein Feind? Wo? Wo ist er? Die anderen sind schon weg, Kupo. Prinzessin, so warte doch. Und ich bin jetzt auf der Weltkarte. Gebäude betreten, in Fahrzeuge einsteigen. Ah ja, X ist Mokri rufen, Karte aufrufen, Kamera steuern, Kamera fixieren. Gut. Geht nicht zurück. So. Da ist die Höhle. Okay. Alexandrias auch und das ist wahres. Alles versteinert, da geht es nicht hinein, okay. Ach, stimmt, hier ist ja wieder Kopftasten. Dingens. Und da ist auch schon die Höhle. Aber ich will mich ein bisschen umgucken. Bringt zwar nichts, aber egal. Außerdem muss ich noch ein bisschen trainieren. Ich gehöre nochmal dazu zu Rollenspielen. Gucken wir mal, was hier für Gegner wohnen. Kann ich ja euch zeigen. Komische Schlangen. Gleich mal beklauen. Nachher gar nicht, muss ich auch noch ausrüsten. Merke ich gerade. Boah. Level up. Ui. Kein Hütchen, kein Armreif. Die habe ich hier nicht. Okay. Sie ist Weißmagier. Mieter, Antidot Rotes. Wunderbar. Mehr geht nicht. Gesperrt, ne? Haben sie ja gesagt. Kann ja trotzdem mal hinschauen. Ach ja. Oh. Ein Überraschungsangriff oder Hinterhalt. Wie man es nennen will. Von Moos. Thank you.
Kieselstein. Und noch mehr Levels. Und ein paar AP, so. Wo sind wir hier? Am Grenzgebiet zwischen Alexandria und Bomitia. Ich glaube, es ist das Nordentor, unterhalb des Nebels. Soweit ich weiß, wird es auch der Merida-Bogen genannt. Frische Fußspuren und aufsteigender Rauch. Was sehen meine Augen da? Ist das die Kriegsflagge Alexandrias? Unerhört, dass es sogar unterhalb des Nebels Gesinne gibt, das versucht, Alexandrias Ansehen in den Dreck zu ziehen. Wären wir nicht in einer solch prekären Situation, würde ich meinen Ritter Schwert sprechen lassen. Wie dem auch sei, wir sollten uns beeilen. Auf geht's, Richtung besagter Höhle, am Bogen links und dann immer am Steilhand entlang. Nein, erstmal geht's hier Kisten holen. Hier nehme ich eine. Sonne umpushen. Und hier gibt's auch eine. Zwar nichts Besonderes, aber... Ach, man kann horchen. Juhu. Die Stimmen vieler Menschen und das Schleifen von Metall ist zu hören. Ist da jemand? Ja, bitte? Diese Stimme. Die Stimme einer holden Maid. Welche sanfte und zierliche Stimme. Er kann es nicht lassen. Was machst du denn an einem Ort wie diesem? Ich verkaufe Medizin und ähnliches. Ach so, und viel zu tun? Also, falls du es alleine nicht schaffen solltest, ich habe immer eine Hand für dich frei, gell? Idiot, Garnet ist ja auch dabei. Dann sollte ich mal lieber das Ankram sein lassen. So, Medizin kaufen. So, ach, nur Potions. Hm, schade. Ich dachte, man kann da noch mehr holen. Irgendwelche anderen coolen Sachen. Nur 20 Potions sollten ja reichen. Hoffe ich. So, gibt's noch irgendwo irgendwas? Dum 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 dum. Boah, 30 Erfahrung und eine Goblin-Karte. Auch immer. Auch immer so komische Schlangengoblin-Karten haben. Vergessen. Oh, fehlgeschlagen. Schade. Ach, was sonst? Und sie dann hat Kavalier erlernt. Garnet ist auch schon Level 4. Ging schnell. Gucken. Da ist ein Fluss. Geht's bestimmt nicht rüber.
wurde, oder? Mal gucken. Ach, Goblins gibt's ja auch. Ach, mach ich einfach alle Blatt. Blatt. So, Kavalier funktioniert. Zwei Gegner, ein AP. Ist das jetzt so? Und nochmal zwei weg. Oh, doch nicht. Schade. Dann halt jetzt. Doppelschlange. Nee, kein Übergang. Schade. So, dann gehe ich mal wieder zurück Richtung Höhle. Habt ja keine Wahl. Bisschen heilen. Das war ordentlich. Ich bin begeistert. Zumindest jetzt für den Anfang. Mehr als ausreichend. So, Steinhard, Gift und Gölle erlernt. Das ist eine Skeleton-Karte. So, aber für die Höhle ist jetzt erstmal keine Zeit mehr. Deswegen rufe ich mir den Mogri. Kann man speichern und selten bei Mungu. Ich glaube, den kann man auch ärgern, wenn man ständig ruft und nichts macht. Yep, einmal überschreiben bitte, danke. Tschüss. Ja. Dann wär's das auch erstmal. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht's dann in die Höhle. Ich werde vielleicht noch ein, zwei Level draufpacken auf meine Charaktere vorher. Und ja. Gucken, was es dann da alles zu entdecken gibt. Ich weiß es auch noch grob. Es wird interessant. Das kann ich schon sagen. Bis dann. Tschüss.